Schauen wir mal, was sich hier mittlerweile in Weimar tut, hier in unserer wunderbaren Atmosphäre. Und ich gebe mal ab an Heiko Senewald. Haben wir denn schon erste Meldungen übers Netz oder auch hier aus unserem Biergarten? Genau, auf ein Wort, Bürger reden Klartext, natürlich auch heute wieder im Livestream. Wir sind ja seit 19 Uhr etwa online. Neben mir auch wieder mein Kollege Thomas Gottweiß, der das Netz beobachtet, analysiert, was los ist. Thomas, was gibt's für Reaktionen? Ja, also wie gesagt, man kann die Sendung auch im Internet live verfolgen und dort ist ein Chat geschaltet, wo Fragen gestellt werden können. Wir haben hier einen Nutzer, der nennt sich Polonius und der hat Fragen zum NSA-Datenskandal. Wie sehen die Anwesenden das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit? Wie wertvoll sind die Bürgerrechte und Datenschutz? Was mich in diesem Zusammenhang auch interessiert, ist, warum so verschiedene Nachrichtendienste in Deutschland nebeneinander notwendig sind, BND, MAD, Verfassungsschutz. Zusätzlich gibt es ja auch noch das BKA. Sehr gut, das ist eine Frage und da kann ich gleich noch eine hinterher schießen, denn wir haben vorhin eine Mail bekommen von der Sophia M. Und die fragt, wussten Sie persönlich als Innenminister des Freistaats Thüringen von der Bespitzelung deutscher Bürger durch US-Geheimdienste? Eine Frage an den Herrn Galbert. Genau, Herr Galbert, hat es bei ihm in dem Handy geknackt? Bei mir im Handy knackt es leider dauernd. Aber das liegt an der relativ ungünstigen Netzabdeckung, die wir seit einigen Monaten zu beklagen haben. Es liegt nicht daran, dass ich das Gefühl hätte, es würde abgehört werden. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es so bedeutend wäre, dass eine andere Macht es abhören würde. Also ich kann die Chatterin dort beruhigen. Ich habe davon nichts gewusst. Ich hätte damit auch einen Informationsvorsprung gegenüber unserer Bundeskanzlerin. Das steht einem Landesinnenminister ja gar nicht zu, sowas zu haben. Das ist nicht bekannt. Aber dahinter steht natürlich ein gravierendes Problem. Dahinter steht das Problem, dass offensichtlich Institutionen eines anderen Staates die Souveränität unseres Staates nicht in hinreichendem Maße achten. Zumindest ist diese Befürchtung durchaus begründet. Und deshalb ist es gut, dass der Bundesinnenminister jetzt in den USA war, dass er sich Informationen vor Ort verschafft hat und dass er für die Interessen Deutschlands dort eingetreten ist. Der Rückfluss der Informationen ist jetzt noch nicht in der Innenministerkonferenz angelandet, wo er dann hingehört, wo er ausgewertet werden wird. Aber es geht natürlich nicht. Es ist immer das Recht des souveränen Staates zu wahren, auf dessen Boden man sich befindet. Und es ist in keiner Weise akzeptabel, dass etwa die USA staatliche Informationsleitungen in Deutschland anzapft oder in Europa anzapft. Das geht nicht, das ist nicht machbar. Wichtig ist aber umgekehrt, und da sind wir an dem zweiten Teil der Fragestellung, wie sieht das denn aus mit den verschiedenen Diensten, dass man auch offensiv für unsere Sicherheitsbelange eintritt. Wir müssen sehen, wir haben ein Trennungsgebot, das ist der Frageteil, der sich darauf bezieht, warum macht das nicht alles das BKA, warum machen auch Verfassungsschutzbehörden etwas, warum macht der MAD irgendetwas. Es gibt polizeiliche Aufgaben, die sind sauber zu trennen von den Aufgaben der Nachrichtendienste, die sich um Verfassungsschutz bemühen müssen. Und dann der Spezialeinheit des militärischen Abschirmdienstes, der nur Aufgaben hat im Bereich der Bundeswehr und dort erfüllt. Wir müssen durchaus auch eine geeignete Gegenwehrmöglichkeit haben. Und viele Delikte, wenn man jetzt nur auf den polizeilichen Bereich geht, werden heute durchaus im Internet verabredet. Viele Delikte finden im Internet statt. Deshalb braucht man dort eine wirksame Kontrolle. Und man braucht, wenn man den Blick etwas weiter wendet und den internationalen Terrorismus sich etwa betrachtet, auch durchaus Informationszugänge über Ländergrenzen, über Staatsgrenzen hinweg in Netze hinein, wenn Menschen dort Kriminelles verabreden. Das muss sauber geregelt sein und es muss sauber kontrolliert sein. Und an der Stelle setzen dann die Bedenken an, wenn man dieses PRISM-Programm sieht, wenn man NSA sieht, ob dort die saubere Regelung und die saubere Kontrolle Bestand und wenn sie Bestand funktioniert hat. Jetzt haben Sie uns erklärt, warum es unterschiedliche Dienste gibt. Wie muss man sich denn, das würde mich jetzt mal interessieren, sicherlich auch die Zuschauer, wie muss man sich so ein Treffen vorstellen, wenn der Herr Friedrich dann in die USA fliegt und sagt, Geheimdienste, kommt mal her und ihr sagt mir mal, was ihr hier macht. Wie weit sind die denn da offen und mit welchen wahren Informationen geht denn der da nach Hause?
Ja, also das ist durchaus eine Welt, die von Partnerschaften auch lebt. Und nicht ausgetragen hier am Stammtisch, das geht natürlich nicht. Aber hinter den verschlossenen Türen ist man schon offen, über welche Informationszugänge man verfügt und welche Informationen man hat, solange es sich nicht im irgendwo strafrechtlich relevanten Bereich bewegt, was ich im Moment jetzt nicht abschätzen kann dabei. Ich glaube, da besteht dann natürlich schon eine kleine Hemmschwelle, dass man sagt, man hat als staatliche Organisation gegebenenfalls in einem anderen Land deliktisch gehandelt. Da würde ich jetzt nicht zwingend erwarten, dass das offengelegt würde. Aber über die Zugänge, die einem zugebilligt sind, über die Möglichkeiten, die man dort wahrnimmt, da wird offen ausgetauscht. Und wir haben eine ganze Reihe von Informationen auch in Deutschland bekommen, die wir sinnhaft haben ausnutzen können. Also wenn man etwa die Sauerland-Gruppe betrachtet, die vor einiger Zeit aufgeflogen ist, die nicht dazu gekommen ist, dass sie Attentate machen konnte, dann hängt das natürlich damit zusammen, dass Informationen zur Verfügung standen, um diese Gruppe zu enttarnen. Darauf sind wir zwingend irgendwo angewiesen. Und wir haben ohnehin als Sicherheitsbehörden immer den Nachteil, einen Schritt zurück zu sein. Also derjenige, der etwas versucht, ist immer eine Nasenspitze voran. Es ist also immer ein Wettlauf, der dort stattfindet. Der muss nur in sauberen gesetzlichen Bahnen stattfinden und dann auch sauber kontrolliert werden. Agieren und reagieren.